Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Lands Erlösung. Hier ist Sabine die Cat. Und wir schauen uns als nächstes mal die Wasserkanister hier genauer an. Die schneidet man mit dem Messer auf. Tauschen die aus auf der rechten Seite. Dann gehen wir vor zum Tisch. Schnappen wir uns den Becher. Schöne Unterhosen. Gehen hierher. Jungs, gestern, als wir in der Grube arbeiteten, habe ich die Schlüssel vom Kran verloren. Bitte bringt sie mir zurück, wenn ihr sie findet. Lars. Wir schnappen uns die Kaffeekanne und die Kekse. Dann holen wir sich als nächstes mal Wasser von der rechten Seite. Kochen wir mal Wasser. Wieder hier drauf. Warten kurz. Becher her. Zuerst der Kaffee. Dann das Abführmittel. Und dann sollten wir eigentlich das Wasser reinkippen können. Zucker. Zucker fehlt. Unter den Keksen ist der Zucker versteckt. So, jetzt kommt das Wasser rein. Und umrühren. Kaffee ist fertig. Okay, you can stay here. But keep your nose down until tomorrow morning. Got it? Yes, yes, thanks, Agent. We are so grateful. Here, have a cup of coffee. Coffee? Don't try to get more favors from me, Mrs. James. Please, Agent, it's just a sign of gratitude. Sorry, I need to leave for a moment. Don't go anywhere. Dirty method. Don't be a smartass. So, wir schauen mal, was der zurückgelassen hat. Den Kaffee nehmen wir mit. Und wir kriegen eine Zugangskarte, die grüne Schlüsselkarte. Damit gehen wir jetzt raus. Hierher. Mit der grünen Zugangskarte. Und dem Café können wir uns den Code einigermaßen zusammendenken. Wir brauchen auf jeden Fall 8, 6 und 1 und Enter. Sechs und eins. Nochmal. Hä? Wieso geht's nicht? Okay, ich stehe mal kurz an. Sind da nur noch ein paar Kombinationen? 6, 8, 1 war der richtige Code. Gut, dann gehen wir rein. Die nächsten Sammelobjekte. Gleich mal hier das nächste Morph-Objekt Nummer 7. Und es gibt auch wieder Münzen. Die sind hinter dem Bild. Bild runterschmeißen. Dann haben wir Münzen Nummer 2. Dann schauen wir sich hier ein bisschen genauer um. Bericht über die Ereignisse der Primärstudien der anomalen Zone. Die Militäroffiziere und Wissenschaftler fanden nach ihrer Ankunft an der Einsturzstelle eine große Grube natürlichen Ursprungs. Darüber hinaus war sie mit einer viskosen Flüssigkeit gefüllt. Bemerkenswert ist, dass der Großteil der Flüssigkeit rot war, während die obere Schicht schwarz war. Nach chemischer Analyse
ist die Zusammensetzung der schwarzen Flüssigkeit fast identisch mit der Zusammensetzung von Öl. Gleichzeitig zeigt die Analyse der roten Flüssigkeit, dass sie DNA mit fast 10-mal mehr Spiralen als die DNA von Menschen enthält. Während der ersten 3 Tage wurde die gesamte Flüssigkeit aus der Grube gepumpt. Die Leichen der Opfer wurden entfernt und nach Nassasuag geschickt. Die Ruinen der Ölstation wurden mit Wasserkanonen von der Flüssigkeit bereinigt. Eine detaillierte Untersuchung der Ruinen bestätigte, dass sich die Ölstation auf einem dünnen Plateau aus Steinen und Eis befand, das innen hohl war. Spezialkräfte durchsuchten das Gebiet und fanden ein ähnliches Hohlteil im nördlichen Teil der Grube. Auf ihrem Weg durch die Ruinen gelang es der Spezialeinheit, eine breitere Höhle zu finden. Die Höhle enthielt deutliche Spuren von primitiver Zivilisation. Historiker und Mythologen, die eingeladen wurden, kamen zu dem Schluss, dass es sich bei der Höhle um einen antiken Tempel für die Verehrung einer unbekannten Gottheit handelt. Neben anderen Artefakten wurden in der Höhle 3 Steinträge mit unidentifizierten Markierungen auf der Oberfläche gefunden. 2 von ihnen wurden am Boden gefunden und zur Lagerung aufgenommen. Das 3. wurde tief im Felsen gefunden und ist noch nicht entfernt worden. Außerdem gelang es den Experten, die auf den Wänden abgebildeten Zeichnungen und Geschichten zu analysieren. Ihrer Meinung nach stellt der 1. Felsen Menschen dar, die eine Gottheit verehren, die aus dem rituellen Krummlech hervorgeht. Diese Gottheit war in der Lage, Menschen unendliche Macht oder unendliches Wissen zu schenken. Die megalithische Krummlech selbst. I knew it. Stonehenge is the gateway to our world. But since the complex is destroyed, the portal doesn't work. Mom, are you serious? Der megalithische Krummlech selbst ist von der Struktur her Stonehenge in England sehr ähnlich. Einige Leute glauben, dass Stonehenge auf den Wänden der Höhle abgebildet ist. Die Menschen der Antike betrachteten den Krummlech als ein Portal zwischen den Welten. Sie glaubten, dass die Gottheit von dort zu ihnen kommen würde. Come on, is that true? Das Bild an der anderen Wand zeigt die gleichen Leute, die beschlossen haben, gegen die Gottheit zu rebellieren, nachdem sie ihre grenzenlose Macht erhalten haben. Sie töteten die Gottheit während dieser Rebellion. Sie öffneten die Brust der Gottheit und nahmen ihr Herz heraus. Nach Ansicht der Mythologen können diese Zeichnungen auf der Grundlage eines realen Ereignisses beruhen, das hier stattgefunden hat, weil die in der Höhle ein riesiges biologisches Herz gefunden haben. Das Herz war mehrere Dutzend Mal größer als ein normales menschliches Herz. Nach Ansicht der Experten haben das Blut aus dem aufgespießten Herz und das zuvor abgepumpte Blut die gleiche DNA-Sequenz. Von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus ist es praktisch unmöglich, aber es bleibt eine Tatsache. Die Wissenschaftler sind sich sicher, dass das Riesenherz die ursprüngliche Blutquelle war. Das aufgespießte Herz ist auf einem Sockel mit einer Tafel installiert. Derzeit ist der Grund der Tafel noch unbekannt. Nach den Zeichnungen in der Höhle wurden Dreiecke aus Stein zur Steuerung des Sockels verwendet. Insgesamt müssen es 4 sein. Der Ort des letzten Dreiecks ist derzeit noch unbekannt. Es gibt eine Reihe von Symbolen, die sich an einer anderen Stelle befinden. Laut Experten ist dies ein Code, der direkt mit den Dreiecken auf dem Sockel zusammenhängt. So, den Code brauchen wir etwas später, den merkt man sich. Jetzt haben wir genug gelesen. Jetzt gehen wir mal vor. Und suchen noch die andere Schlüsselkarte. Provide your name for authentication. What would you do without me? Fortunately, I recorded our conversation with Agent Clausen, just in case. Call it my journalistic gut feeling. Oh no, something went wrong and the notes on the tape recorder are mixed up. So, wir müssen sich jetzt das jetzt zusammensuchen. Das heißt, wir fangen einmal hier an. Und den nehmen wir gleich mal da runter.
Gibt's noch mehr zu finden? Den tauschen wir da aus. Hier hoch, der gehört hierher. So sollte das Ganze jetzt passen. Jetzt schauen wir mal, wo wir das hinkriegen alles. Agent Otto Clausen. So, grüne Schlüsselkarte. Dann kriegen wir Runenstein. Schauen nochmal hierher zum Tisch. Da habe ich nämlich die blaue Schlüsselkarte vergessen. Mit der können wir jetzt hier hinten das Gitter aufmachen. Artifacts tied to the heart can be stored here. I hope we can find something useful. Auge. Kugelschreiber. Dann fangen wir gleich mal hier an. Wir beginnen mit dem Blau. So, Chip kommt hier rein. Nächster Chip. So, wir beginnen mit dem Blauen. Dann schieben wir das rüber. Das Gelbe hoch. Das Orangene runter, das hoch, das rüber, das hoch und das rüber. Dann haben wir hier das Ahornblatt, Steinaxt, Feder, Glas. Drei, vier, zwei. Nächste Dreieck. Büroklammer. Dann haben wir die Sonne. Das kommt mal hierher. Brille, Muschel, Stier, Brille, Stier. Runenzeichen. Weiß nicht, warum man das immer auf und zu macht. Muschel. Und jetzt brauchen wir nur noch die Halskette. Wo ist der zweite Vogel? Hier hinten. Sehr klar. So, haben wir die Halskette und wir bekommen den nächsten Runenstein. Gut, dann sind wir hier fertig. Dann gehen wir raus. Vor.
Judging by the reports of the research team, the entrance to the cave is located somewhere behind this rubble. You could use that crawler crane with a giant magnet and clear it all up. Right! What? Are you for real? I was joking! Wir holen uns die nächsten Sammelobjekte hier rechts unterm Reifen. Und Morph Nummer 8 ist Morph Nummer 8 ist hier drüben. Schau mal hierher. Dann nehmen wir den Schlüssel vom Kran. Gehen hierher zum Baggerarm. Da schneidet man mit dem Messer einen Schlauch runter. Gehen raus zum Bagger. Sperren wir auf. Werkzeugkoffer. The indicator shows there's no fuel. We need to find a fuel generator for that crane. Gehen zum Motor, Kaffee drüber. Universalwerkzeug Kaffee. Verband drüber, dann können wir den aufschrauben. Nehmen wir uns den Werkzeugkoffer zur Brust und bauen uns den Winkelschleifer zusammen. So, mal Akku rein. Lüssel. Drehscheiben drauf. Winkelschleifer ist fertig. Dann gehen wir wieder vor. Warum bleibt denn das Tor nicht gleich offen? Entschuldigung, der Aufzug. Wir gehen nach links. Schneiden hier die Stange ab. Mit der Stange kann man sich rechts den Container öffnen. Kriegen eine Taschenlampe, räumen die Kartons zur Seite. Nehmen den Kanister mit. Vor zum Tanklager. Kanister her. Schlauch rein, glücklich sein. Ah, dann gehen wir zurück. Betanken unseren Kran, unser neues Spielzeug. Hier hinten. So, da kann der Spaß ja losgehen. Es wird ein kleines Tetris-Spiel. Steuere den Kran mit dem Hebel und dem Knopf und den gesamten Abfall im gelb markierten Bereich zu entfernen. Dann versuchen wir mal unser Glück. Ziehen wir den mal nach unten. Dann kriegen wir die obere Reihe mal zu fassen.
Passt. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt eine kurze Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke einzuschalten. Mehr gibt's beim nächsten Mal. Tschüss!